Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück bei dem Schwarm der Tyranniden mit den, ja, Speeren namens Symbionten im Space Hulk. Und wir spielen auch Space Hulk Tactics. So, ich habe jetzt mal die DNA ausgegeben und uns bessere Karten gekauft. Ob das spielerisch was bringt, weiß ich nicht. Wir haben ja eine Karte, Ziel auf einen Terminator, bis zum nächsten Angriff kann er sich nur mit einem Würfel verteidigen. Und wir haben noch dazu Ziele auf einen Genstealer, plus 1 Würfel im nächsten Nahkampf, dafür Todgewalt, es folgt der Tod. No, das heißt, ein Würfel mehr, aber der Genstealer verreckt. Ja, weil mehr, ich hatte jetzt 4 und DNA, ich wusste jetzt nicht wohin damit und bei dem sah ich jetzt noch nicht ein, aber können es auch mal irgendwie verbessern. Minus 1 auf den Nahkampf. Vor allem Psi-Angriff. Ich wusste gar nicht, dass Symbionten Psi-Angriffe machen können. Oder ich habe es vergessen. Das kann auch sein. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her bei mir. Minus 1 auf den Nahkampf. Die sind alles so dieselben. So. Dann haben wir jetzt überhaupt keine Punkte mehr. Und ja, haben da den Bulwark auch noch unterstützt. Mit besseren Karten. Und wir haben nicht so große Möglichkeiten wie mit den Space Marines. Ja. Flucht der Ultramarines. Töte den Sergeant, töte den Apothecario. Ich würde sagen, töten wir nochmal alle, oder? Ja, ich habe auf Start gedrückt. Hallo. Blooded and suffering numerous casualties. The surviving Ultramarines moved to evacuate from the Forsaken Doom. But the battle was not over. As a single steadfast sergeant rallied the remnants of the broken squads to fight a fierce rear guard action. So. Schön langgezogen. Miasma Biomorph. Oh, das war. War das die Spucke oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich will's aber. Ich will's haben. Die wollen alles haben. Wir müssen den Sergeant töten und den Apothecario, den Arzt. Ja, starten wir mal. Ich hoffe, das Grüne sind nicht die Fluchtmöglichkeiten, sondern... Ah, ich glaube, das Weiße sind die Spawnpunkte der Marines. Jetzt ist es natürlich interessant zu wissen, wohin die abhauen. Ich glaube, hier das Gelbe wahrscheinlich. Ja. Aber wir sehen es ja gleich. Komm, gib mal Gas. Für den Schwarm! Und macht doch nicht immer das Gleiche, ihr Süßen. Hm? Wir sind bereit... Oder breit. Und ja. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wir werden auch wieder nur 5 Terminatoren als Gegner haben. Mal gucken, wie wir denen eine Falle stellen können und wie wir uns da die beiden, die wir brauchen, raussnacken können. Warum hat der gelbe Augen und der rote? Ist egal. Brutius was a typical Space Marine Sergeant. To him, defeat was impossible to accept so long as he still had the strength to hold a weapon and the will to face the enemy. Tja, den Willen werden wir brechen. Sergeant Brutius, to all units, I have assumed command. We must hold this section until our brothers have withdrawn back to the boarding torpedo. Courage and honor, brothers. Mut und Ehre, nicht für euch. Enter-Torpedos. Ey, sehen wir die vielleicht? Das wäre ja cool. Wollte ich mal als Modell haben, aber... Did the Genestealers understand that the Sergeant was important? It is hard to speculate how the thought process of the Brood works, but it seems the Xenos deliberately tried to behead the Ultramarine Defenders by killing their last leader in the field. Ja, natürlich wollen wir alle töten, Mensch. So, was kann man da? Da ist schon der Onkel Doktor im Dreiertrupp. So, ich will mal kurz Looky Looky machen. Na, hier haben wir den Dreiertrupp, schwerer Marine. Nahkampfexperte, das ist hier der mit den Energiekrallen oder wie sich die Stinger schimpfen. Sag mal Wolverine mit Energie. Ja, Sergeant haben wir hier. Und wo müsst ihr hin? Wo ist euer Ausweg? Okay, einmal quer rüber. Und hier haben wir Flips.
oder die Möglichkeit zu spawnen und links und rechts auch. Das ist Müll. Warum ist denn da Müll in der Ecke? Gibt das Sinn? Gibt das irgendwie uns eine Möglichkeit, einen Weg zu finden? Gut, wir haben nur zwei Plips. Ich würde einen versuchen hier. Und einen da oben. Und das war's. Brother Sergeant, I'm picking up an intermittent Vox signal. Imperial icons confirmed. Could it be reinforcements? The Imperial Navy? Negative. These Vox codes are ancient. No one has used them in 10 millennia. Then ignore it. We have no time to waste on such things. Doch, verschwindet ruhig mit sowas, eure Zeit, damit ich mehr Zeit habe, um euch zu töten. Hm, ich hätte den anderen da unten links hinpacken müssen. Naja, hält den Gang sauber. Das verstehe ich jetzt nicht. Dass der den Gang da unten nach Süden freihalten will, kann ich nachvollziehen. Der hält den Gang sauber und er ja, steht blöd. Aber warum steht er so scheiße hinter dem? Achso, falls ich ihn töte, dann kann er im Nahkampf den nächsten zerpimmeln. Aber warum ist er hier alleine? Ich hätte ihn nie alleine losgeschickt. So. Achso, können wir vielleicht noch eine Karte. Was haben wir denn hier? Ziel auf eine Tür und öffnet sich anschließend erst mir an die Wumpe. Ich will, ich brauch. Ja. Ich will und ich brauch Marines. Ach, Marines brauchen wir eher nicht. So, ich mach's trotzdem. Ah, nee, komm. Die verteilen die ein bisschen. Hier nochmal ein Zweier. Und oben nochmal ein Einser. Dann haben wir überall zwei Leute. So. Mein Zug. Und öffnen wir mal die Türchen. Hm. Trümmer. Ich weiß nicht, ob der Trümmer, die Trümmerteile vielleicht uns noch hier irgendwie einen Weg blockieren. Das würde mich mal heiß interessieren. Komm, machen wir mal. Zeigen wir unsere Fratze. Nicht? Okay. Ja. Na, ist doch nur einer. Ne, zweiter mal hier. Ich will den Trümmer, das Trümmerteil kaputt machen und gucken, ob ich irgendwie vielleicht doch irgendwo rauskomme. Einfach nur interessenhalber. Dann. Ich weiß nicht, wie viel wir aufdecken konnten. Konnten wir nur zwei aufdecken? Und auch den decke ich schon mal auf. Nicht, dass es so ein Plip ist, der... So. Achso, Entschuldigung. Wir wollten natürlich die Tür öffnen. Mehr kann ich aber, glaube ich, nicht rauslassen. Ah. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die schon vorher aufzudecken. Ich glaube, dann wissen die auch, dass da kein Fehlsignal ist, sondern halt ein echtes Vieh. Ich
bin mir nicht sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht mache ich es ja falsch. So, ich habe jetzt alles rausgeschickt, was wir haben. Die beiden sollen sich auf den Apothekario, ach komm, auf Onkel Doktor da, kümmern. Und die vier sollen den unteren beiden Marines den Weg abschneiden. Das ist so meine Idee. Mal gucken, was raus wird. Enter. Schluck Kaffee. Na, die Tyranniden fand ich schon immer sehr interessant. Auch wenn die aus der zweiten Edition mir damals nicht gefallen haben. Aber ich glaube, die Neuralfresser zum Beispiel, das war so eine Pistole, so eine Waffe, aus eine Biowaffe quasi. Und die hat als Munition kleine Käfer gehabt, die durch Panzerung sich... Oh, ach, ich dachte schon. Die sich so die durch die Panzerung kommen, die aber dann halt jetzt bei einem Space Marine zum Beispiel nicht durchkommen würden. Man konnte, glaube ich, damals würfeln, also die Geschichte war so ein bisschen, dass der Wurm dann quasi Zeit hat oder der Käfer und sich weiter hineingefressen hat. Und allein die Vorstellung, du hast zwar eine dicke Panzerung, aber dann krabbeln noch irgendwelche Käfer auf dir rum, die irgendwie an dir nagen, fand ich schon cool. So. Ach, generell sind die Tyranniden echt arschgeil. So, Punkt. Ist halt so. Tyranniden sind geil. Achso, jetzt haben wir keine Setzphase und da habe ich keine Punkte dafür. Also ein bisschen Einheiten brauchen wir ja, finde ich. Kann ich jetzt hier nochmal einen hinsetzen. Und hier unten, falls wir dann doch hier eine Abkürzung nehmen können. Dann sagen wir mal Ende Gelände. So, mein Freund, kannst du dagegen irgendwas machen? Okay, cool. Nu? Achso. Das war wirklich nur Deko. Die haben mich verwirrt. Ich dachte, vielleicht ist das hier so ein Tunnel. Das ist ja lame, ey. Oder müssen wir vielleicht die andere Seite noch wegknabbern. Das wäre echt cool, dass man so einen Tunnel hätte. Aber na gut. Der hat sich umgedreht. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht nah genug rankommen. Ja, dann warte ich einfach auf euch. Ja, dann macht ihr erstmal gar nichts. Ich gehe mal kurz beiseite. Wir machen auch auf inaktiv. Ihr macht gar nichts, ihr Süßen. Genau wie ihr Süßen auch. Also du kannst ja... Ja, mach mal die Tür auf. Komm. Die kannst du mal aufmachen und dann setze ich dich auf inaktiv. Auf inaktiv. Wieso kann ich nichts machen? Hm? Voraussetzung nicht erfüllt, setze eine Einheit inaktiv, dann müssen nacheinander gespielt werden. Ja, mache ich doch gerade, du Horst. Achso. Das verstehe ich. Ich hatte wahrscheinlich noch den anderen ausgewählt. Das war gerade so meine Verwirrung. Oh, wir können durch das Level gucken. Space Marines. Oh. Hier machen wir Folgendes. Hier mit dem vor. Open the door. Gehen wir weiter. So, du Schnuckiputzi. Ah, ich hätte mal welche schlüpfen können. Ah, kacke, das habe ich verpeilt. Ja, wir machen, komm her, machen wir auf. Ah, nee. Nein, 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 444. Einfach nur so, hallo, hier ist was. Und dann, ja, mehr haben wir ja nicht, quasi. Du kannst ihn nicht wechseln.
Ah, wir könnten ihn vielleicht von zwei Seiten nehmen. So, und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Oder kann ich noch welche... Ja, das geht. Dann gleich raus damit. Abkürzung geht leider nicht, wie ich mir gewünscht hätte. Und ich muss dazugeben, ich habe jetzt wieder ein, zwei Tage nicht gezockt. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt der Heinrich jetzt nicht mehr so genau weiß, wie das alles lief. Ja, es ist wieder ein, zwei Tage vergangen. Ich gebe es dir zu. Und ja, man muss ja leider arbeiten gehen und so ein Scheiß. Ist ja nicht alles so einfach im Leben. Mal so zwei, drei Tage das Spiel durchspielen wäre echt geil gewesen. Scheiß Me-Life. Gab auch ein Update und das Spiel kam jetzt, glaube ich, auch nicht so gut an. Hm. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also er kommt nicht an. Ist er schon dran oder ist er noch dran? Umwandlungsphase. Ah, warte mal ganz kurz. Umwandlungsphase. Mehr Karten haben wir nicht schon. Ich glaube, wenn man 3 oder 4 hatten, dann konnte man so einen Bulwrock machen. Ne? Testen wir mal. Das würde mich nicht echt mal interessieren. Muss ich dann eine Runde warten oder? Können nur einmal um. Wie kriege ich nochmal so einen Bulwark? Das würde mich interessieren. Oder brauche ich 2 Zweier? Das weiß ich jetzt nicht. Eine Karte umwandeln geht ja nicht mehr. Nö, dann ja, war es das mit dieser Geschichte. Der Weg ist auf jeden Fall weiter. Das sind 3. Na gut, er könnte vielleicht rankommen, wenn er schräg geht. Der Sergeant schräg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versuchen wir es. Nein, 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 nein. Hat er. Fuck. Ich versuch's nochmal. Schnucki. Gut, das war... Hätte ich mir denken können, aber... Hallo. Also. Ja, dann wartest du. Dann habe ich hier mein Feuer verschossen. Und hier können wir nicht raus, weil gedeckt ist. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte warten sollen, bis er weitergeht, aber... So, wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster. Da können wir uns vielleicht den Apothekario snacken. Ich brauche mehr Reichweite. Aber dann kann ich nicht angreifen, oder? Ah. Wenn wir die Karte umwandeln, kriegen wir dann mehr AP. Bei den Spacemen ging das. Ging das auch hier? Nee, schade. Upsala, schade. Ja, was machen wir? Du machst erstmal inaktiv. Du, mein Lieber, der kann maximal 5 Schritte machen, ne? Ah, gar nicht, warte mal. Das waren immer Zweierpunkte. 2 gehen. 4. Hier könnt ihr drauf schießen. Hier nicht. Ich gehe mit dir 1 Schritt nach vorne. Dann setze ich dich auf inaktiv. Und wir gehen dahin. Und 1. Jawohl. Und setze dich auch auf inaktiv. Hab dich doch ausgewählt, du Horst.
Egal. Dann haben wir, glaube ich, alles bewegt. Haben wir noch irgendwas? Da geht nicht. Da haben wir nicht. Mann, ich habe sie alle nach oben getan. Okay. Ja, dann sind die Marines dran. Bisher nicht zufrieden. Ich hätte das unten nicht machen sollen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht rechtzeitig oben ihren Kollegen zur Unterstützung kommen. Ah, die gehen schräg. Die gehen schräg, die Schweine. Darum habe ich gehofft, dass das vielleicht eine Abkürzung ist da vorne. Durch den Müll. Dann könnte man nicht von hier und rechts immer in die Mitte spawnen quasi. Ah, der Apothekarius riecht die Falle. Nicht ganz. Er riecht sie nicht ganz. Gut, Karte umwandeln. Dann machen wir hier nochmal zwei. So. Hier unten haben sich nicht bewegt. Das heißt, wir werden mit hier nochmal einen rauskommen. Mehr als eine Karte können wir nicht umwandeln, ne? Ich versuch's immer wieder, aber nein, geht nicht, okay. So, du darfst rauskommen. Und dich deines Lebens freuen. Und bin aktiv. Er deckt immer noch. Wir kriegen sie nicht weg, solange sie hier decken. Aber was wir hinkriegen. Kriege ich jetzt mal einen Bullrock? Kann ich jetzt irgendwie. Wie kann ich das auswählen, verdammt? Ich muss doch meinen Bullwack oder Bull. Meinen Typen da kriegen. Finde das irgendwie nicht so schön. Oh, muss ich das aussehen? Die Symbole sind hier anders. Warte mal. Ach, jetzt habe ich den schon gedrückt. Egal, komm. Das würde mich echt nur mal interessieren. Aber jetzt nichts. Setz dich auf inaktiv, dann kommst du. Super. Guter Hinterhalt. Nice. Ja, die können sich natürlich drehen und dann mir entgegenkommen. Da muss man überlegen. Ich werde es wahrscheinlich nicht hier hinten schaffen. Ne? Sind 9. Hier um die Ecke komme ich auch nicht. Ich lasse den jetzt hier stehen. Und gut ist. Ich riskiere es, damit ihn um die Ecke. Vielleicht kriegen wir noch einen von hinten. Ich glaube nicht dran. Aber man kann es ja versuchen. So. Einer kann ja schon mal hier lang. Als sie nämlich hier lang gehen, den Weg abschneiden. Jetzt habe ich die Karte ausgeschaltet. Okay. Ja. Du, mein Freund, bleibst wieder inaktiv. Auch nicht. Achso, ich muss sie bewegen und kann sie erst dann inaktiv setzen. Haben wir gemacht. Den haben wir schon inaktiv gesetzt. Dann dasselbe Spiel hier. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch einen. Das war's, mehr haben wir nicht, ne? Wie kriege ich meinen Bulwark, Mann? Habe ich noch nicht verstanden. Wir brauchen mal zwei Zweier. Aber die hatte ich doch drin. Ich habe zwei Zweier gehabt und einen Einser. Wie kriege ich da mal eine bessere Einheit? Warte mal. Das will ich jetzt noch mal wissen. Gibt es hier irgendwie
Info für Idioten. Für mich quasi eine Information. Nee, ne? Scheiße, ich habe da nicht aufgepasst. Verdammte Axt. Ja, er darf ja auch. Ne, er geht nicht weiter, oder was? Der Sergeant. Ja gut, er hat ja schon zwei gekillt. So, stell dich mal im Weg, finde ich sehr gut. Und er kommt zurück. Ah, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Du kannst nicht weiter, du bist ein Marine, du bist doof. Gut. Haben wir das geklärt. Und du gehst weiter? Jawollo. Und stehst dich immer noch dahin, scheiße. Er dreht sich um, das ist nicht gut. Nein! Nein! Du elender Hurenbock! Ey, Double Fuck! Wandle Karten, um Plips zu erhalten. Ja, ich würde gerne Karten für den Bulwark kriegen. Verdammt. Meine Falle hat überhaupt nicht geklappt da. Schade, schade, schade. Ah, er will das Karten umwandeln. Hat er gesagt. Verdammt. Nur wieder Müll hier. Müll, 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 Müll. Scheiße. Zu viele Verluste. Der Schwarm hat zu viele Verluste. Meinst du, ja. Warte mal, bevor wir irgendwas machen. Einen könnte man vielleicht noch den Weg abschneiden. Riskieren wir es? Nicht, dass er sich nochmal umdreht. Na komm, ich riskiere es. Als Signal lass mal ihn inaktiv. So. 1, 2, 3, 4. Also er kommt da nie im Leben hin. Also meine Marines haben auf so einer... Es war immer so ein bisschen... Haben wir eine Möglichkeit irgendwie... Ich weiß nicht. Ich riskiere jetzt, komm. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass er ankommt. Boah, fuck you. Volltreffer. Geil. Mein Marine hätte nicht beim ersten Mal getroffen. Gut. Dann war's das soweit. Wir haben ganz schön einen auf die Nase bekommen. Gerade von den beiden. Ich hätte mich so gefreut, wenn wir einen davon noch weggesnackt hätten. Am besten den mit der schweren Waffe. Aber, ja, dass er... Der hatte irgendwie bestimmt eine Karte genommen, damit er mehr AP hat. Oder so. Na gut. Schade. Der geht weiter. Der andere muss sterben. Ah, er dreht sich um. Scheiße. Das verstehe ich nicht. Was hast du da gemacht, KI? Das ist jetzt voll doof. So. So, dann brauchen wir oben weiter Verstärkung. Ach, da haben wir ja schon scheiße alles voll. Dann holen wir hier noch was rein. Das scheint was Besonderes zu sein. Aber ich kann ihn nicht aufdecken. Das ist wahrscheinlich nur so ein Fehlsignal. Inaktiv. So, du bist jetzt meine Hoffnung, mein Freund.
Die nächsten schön von hinten ran, komm. So, drei Ultramarines haben wir. Darfst du einen Schritt nach da machen und bist dann inaktiv. Da 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 da. Komm, ich riskier's. Zeig dich! Ja, ich muss draufklicken. Hallo! Surprise! Ich bin's, der Symbiont, der lustige Symbiont um die Ecke, du. Na komm, nicht treffen. Gut. Töten. Nein! Sergeant Rufius is down. We are overwhelmed. We give our lives in Gilliman's name. This is command. The Xenos swarms are everywhere. We cannot stop them. Der Schwarm lacht euch aus, ihr komischen blauen Viecher. So, die Runde haben wir gewonnen. Auch wenn ein, zwei Sachen nicht so geklappt haben, wie ich es mir gern vorgestellt hätte. Aber, ja, und die KI hat manchmal ein, zwei Aussetzer gehabt. Die wusste, also gerade auch der andere, der den letzten Marine, den vorletzten, den wir weggeknackt haben da, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der sich umgedreht hat. Na gut, der Sergeant hatte abgerückt. Dann wusste er wahrscheinlich, dass die rechte Flanke, also den rechten Korridor, von wo ich gerade kam, dann offen gemacht hat. Dann hätte er wahrscheinlich... Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht hätte mit der Ecke hier, aber dass er den Rücken nach da geguckt hat, das war ein bisschen blöd. Ich hätte den Sergeant noch hier stehen lassen und vielleicht den Marinen irgendwie, keine Ahnung... Naja, ist uns egal, der Schwarm hat sie aufgehalten und wir haben wirklich alle gekillt, aber auch am Anfang mit dem Apothekario, mit dem Onkel Doktor da, dass er so weit alleine nach vorne geht, weiß ich nicht, ich glaube die KI hat so ein bisschen Aussetzer gehabt. So, warte mal. Wartet mal. So viel Zeit muss jetzt sein. Wartet mal. Wir waren sie auch gerade. Was ist denn Miasma? Zankrallen, das ist eine Waffe. Okay, Psionika Meistergrad 1. Also ein bisschen was konnten sie, okay. Dann gab es einen Symbiarch, der hat eine Zielkraft, das Grauen. Das ist... Ja, ich habe jetzt auch so einen neueren Kodex. Ich sag mal, das ist neuer. Ich habe ja, glaube ich, auch erst vor 4 Jahren oder so komplett aufgehört. Aber was war denn dieses Miasma-Zeug? Wenn mich gerne interessiert. Ich guck ganz schnell. Es tut mir leid, ich guck ganz schnell. Ich will wissen... Ach komm. Guck, was sagt denn das Spiel jetzt? Übernehmen. Trupp. Mama Trupp da. Was ist das? Ah doch, es ist so... Konnte der Säure spucken oder war der einfach nur... Hat der Giftwaffen... Ach, der hat bestimmt Giftwaffen gehabt. So war das bestimmt. Der hat bestimmt einfach nur Giftwaffen gehabt. Ich brauch gar nicht nachgucken. Leuchtet ein bisschen, hat eine komische Zunge. Aber es gab doch diese... haben sie die später wieder rausgenommen. Diese... Ich kann es nicht aussprechen. Irgendwie mit Y. So ihm egal oder mir egal. Ja, egal. Irgendwelche, die sich übelst tarnen konnten. Übelste Fucker. Geile Viecher waren. Ja. Diese neu. Und mal gucken, ob wir sie nächstes Mal spielen können. Ziehe 2 neue Karten. Ah, die haben wir schon komplett verbessert. Komm, dann nehmen wir das auch hier. Was haben wir hier? Umwandlungseffekt. Erhalte einen zusätzlichen 2 Plips zum Platzieren. Oh, das ist doch eine sehr gute Karte. Ich will die Karte haben. Verbessern. Jawohl. Ich habe gar nicht den Rest gelesen. Ist aber auch egal. Hätte man den Rest lesen sollen erstmal. So, warte mal. Oh, warte mal. Hier gibt es 3 zum Umwandeln. Oh, die müssen wir haben. Ja, soweit dazu.
Entschuldigung, dass ihr kurz warten musstet. Ich wollte eigentlich gucken, was es noch für Symbionten gab, aber wie gesagt, es steht noch ein Symbiarch drin. Mehr habe ich gerade nicht gefunden. Ich hoffe, es hat euch wieder nur Spaß gemacht, eine Runde Space Hulk mit dem Heinrich zu spielen. Und es geht noch weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit, aber ich glaube nicht so weit, weil die Karte ist gar nicht so groß. Wenn das da 1, 2, 3, 4 Missionen waren, sind es wahrscheinlich hier 1, 2, 3, 4 insgesamt wahrscheinlich auch nochmal. Und dann ist die Kampagne der Tyranniden bestimmt schon zu Ende. Zu meiner Vermutung. Hoffen wir es mal nicht. Gut, schaltet nächstes Mal rein, wenn es wieder weitergeht. Und abonnieren, kommentieren. Kommentieren gerade, nicht vergessen. Ansonsten abonnieren und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.